Hello again, happy morning in the morning. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, wir haben heute mega, mega schöne Energien, sehr liebevolle Energien im Kollektiv. Sehr empathisch, sensibel, feinstofflich. Man nimmt heute sehr viel mehr wahr oder man kann heute sehr viel mehr wahrnehmen, erkennen, spüren, fühlen, dadurch vielleicht heute auch ein bisschen weinerlich sein, also nicht nur heute, sondern vielleicht auch gestern und morgen, ne? Die Energien sind immer fließend, plus minus sozusagen, und das sind die Energien heute im Kollektiv. Also es liegt schon mal auf jeden Fall sehr, sehr viel Liebe im Kollektiv oder in der Luft, wie auch immer. Und deshalb schauen wir jetzt mal nach deiner persönlichen, allgemeinen, aktuellen Situation. So, da haben wir schon in der Hauptenergie, haben wir schon mal die Sehnsucht, die Wünsche und die Reise. Und mit den Fischen oben drüber sieht man, dass es hier um eine Gefühlsreise geht. Es kann natürlich auch eine richtige Reise sein. Es ist eine Reise, wo es dich hinzieht, wo es dich selber hinzieht. Kann auch sein, dass es hier um eine Reise ans Meer geht. Oder zumindest, dass man sich sehnt danach, ans Meer zu fahren, am Meer zu sein. Und das hat halt auch gefühlt immer damit was zu tun, weil man fühlen will, spüren will. Menschen, die sich am Strand wohlfühlen, jetzt unabhängig von der Sonne, die spielt natürlich auch mit rein, aber es geht halt auch im Grunde genommen um die geistige Offenheit, ne? Über das Meer hinausschauen können, die Weite, den Horizont am anderen Ende zu sehen, diese Öffnung von Gefühlen, ne? Und jeder, der am Meer liegt, sich von der Sonne und der Wärme ahlen lässt oder bestrahlen lässt, wie auch immer, der ist einfach offen, ne? Der ist offen, der ist auch annahmefähig, annahmebereit. So, wenn sich jetzt da einer dazulegen würde, würde man sagen, ey, kein Ding, bleib liegen, mach dich breit, genieß das Leben, ne? Weil man selber einfach so sehr in einer glücklichen, willenlosen, sage ich jetzt mal, doch, das bringt es tatsächlich auf den Punkt, willenlos heißt egolos, sondern man genießt einfach, ne? Man lässt die Gefühle auch sozusagen zu, wo man normalerweise eigentlich immer so ein, naja, soll ich nicht, aber hier aktuell ist man sozusagen bereit, weil man sich danach sehnt, Gefühle zuzulassen, ne? Man sieht es auch am Buch. Ein neues Kapitel öffnet sich, eine neue Ebene, eine neue Bewusstseinsebene. Man fängt an, das zu fühlen oder das zuzulassen, was einem lange verborgen war, beziehungsweise was man auch vielleicht in der Vergangenheit nicht zulassen konnte, wollte, weil man vielleicht davor Angst hatte, weil es schmerzhaft erschien oder weil man in der Vergangenheit schon mal enttäuscht wurde und aus Angst nochmal eine Enttäuschung zu erleben, hält man sie halt zurück. Ne? Aber irgendwann mal kommt halt einfach der emotionale Druck innerlich, wo man einfach nicht mehr kann. Und das wird uns meistens halt auch gespiegelt durch einen bestimmten Menschen oder durch einen Menschen, der ins Leben tritt. Und durch diese Sehnsucht erkennt man, was man eigentlich möchte. Das ist die aktuelle Situation. Man sehnt sich nach Liebe, man sehnt sich nach Gefühle, man sehnt sich aber auch nach Kleinigkeit, nach Leichtigkeit, weil man sieht es hier so schön mit den Fischen. Die schwimmen einfach so gefühlt sehr leicht und unbeschwert im Wasser rum. Und das ist das, wonach du dich aktuell sehnst, beziehungsweise was auch so kommt mit dem Buch, ne? Weil man sich diesbezüglich öffnet. Man kommt in den Fluss sozusagen, man lässt laufen,
Ja, da haben wir es schon, den Anker. Der Anker ist immer das, wo man fest verankert war durch Gedanken, durch Familie, durch Menschen oder wo man durch Arbeitsplatz fest verankert ist. Ne? Man könnte jetzt hier auch sagen, dass es hier um Geldangelegenheiten geht, beziehungsweise vielleicht ein Job, wo man mehr verdient, besser verdient. Und deswegen zieht es einem zu diesem anderen Job hin. Da öffnet sich ein anderes Jobangebot, weil man hier in der Vergangenheit mit dem aktuellen Job nicht mehr zufrieden ist. Könnte jetzt auch in dieser Konstellation sein, ne? So, wir bleiben aber jetzt mal bei den Gefühlen. Du fühlst dich da sowieso selber hinein und kannst dann auch erkennen oder fühlen, ob es sich bei dir halt eben eher um einen Job handelt. Oder um die Liebe, das macht gar nichts, ne? Es ist das Gleiche sozusagen. Ja, was kann man hier auch erkennen? Hier geht es halt eben auch um Gefühle. Entweder geht es da um eine andere Frau, um eine Rivalin oder eine Person, die dich in deiner Wahrnehmung, in deiner ja, Wahrnehmung irgendwo stört oder belastet. Das kann natürlich jetzt auch ein Mutterthema sein, als Glaubenssatz in Bezug auf, wie eine Ehe zu sein hat, wie eine Beziehung zu sein hat oder wann oder wo man mit einem Mann sich fest liiert. Es kann aber auch, ja, es ist sozusagen diese störende weibliche Energie. Das kann zum Beispiel auch eine dass du jetzt zum Beispiel in einer Affäre bist, ne, oder aktuelle Situation, der andere ist vielleicht hier noch mit einer anderen Frau involviert, aber dadurch, dass die Schlange hier auf dem Hausplatz der Wolken liegt, gibt es dort ja auch Unklarheiten. Dort liegen zum Beispiel auch die hausgemachten Unklarheiten, die aber jetzt halt auch hier mit dem Buch geöffnet, erkannt und gesehen werden. Und das ist ja auch sozusagen die Voraussetzung, um zu erkennen, was hier als Glaubenssatz falsch gelaufen ist oder wenn es um die Arbeit geht, ne, ich sage das jetzt nur als Arbeit, aber ihr müsst euch das auf eure Situation auch in Bezug auf die Gefühle münzen. Arbeit ist Sicherheit, da bin ich, da bleibe ich, da verdiene ich mein Geld. Und die gleichen Energien machen sich aber auch in Bezug auf das eigene Leben, auf die Situation, auf den bestimmten Herzensmenschen, auf den man sich fixiert, breit. Es sind die gleichen Energien, auch wenn es nach außen hin halt als etwas anderes erscheint. Ja, aber die Energie ist die gleiche. Sicherheit und ja, Geld. Ne? So, jetzt schauen wir mal die untere Reihe uns noch an. Schon zwei Karten gefallen. Ja, hier, ne, auf dem Hausplatz der Schlange. Die Stabilität, Elternthema. Man verankert sich hier, man ist verankert, weil einem es die Eltern sozusagen vorgelebt haben oder vorgemacht haben, sodass man denkt, dass das hier, was man hier lebt, sozusagen, was man innerlich hat, ne, das ist der Hausplatz des Hauses. Das heißt, das, was man von Haus aus mitbringt, ja, Sicherheit. Feste Verankerung. Und deswegen sind hier die Gefühle meinetwegen oder aber das Finanzielle, wenn es um die Arbeit geht, ja immer so eine Sache, ne? Weil wir haben hier ja das Hausplatz des Klees, das heißt dieses kurze Glück, ja dieses On-Off in Bezug auf Gefühle oder On-Off auf das Geld, dass es damit halt irgendwie Probleme gibt von Haus aus, dass man vielleicht zu viel ausgibt oder zu sparsam damit ist, ja. Und das beruht halt auf einen aktiven inneren Zwiespalt, weil man halt eben nicht weiß, was ist jetzt richtig, ne? Hier, Vaterthema, Mutterthema. Was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Gut. Der Bär legt sich hier halt eben auch auf die Schlange. Das heißt, da war man sich, glaube ich, in der Erziehung schon einig, aber ich will jetzt auch gar nicht so weit hinaus gehen, ne? Das ist auf jeden Fall auch eine gleichzeitige Blockade. Hier der Zwiespalt einerseits,
Die Blockade in Bezug auf das männliche Prinzip, die männliche Eigenschaft in Bezug auf die Arbeit und Sicherheit. Oder halt das Prinzip, in einer Beziehung zu sein. So, und da sind zwei Karten gefallen, die werde ich doch auch gleich mal mitnehmen. Dann haben wir hier den Neubeginn und den Berg mit der Blockade. Das heißt, die Blockade hier, also diese weibliche Energie, die einfach jetzt hier mal störend ist oder zumindest gefühlsverstörend ist oder stört, was aber eigentlich nur die eigene Blockade ist und die einen dann vor dem eigenen Neubeginn oder der Zuversicht oder dem Vertrauen im Wege steht. Ja. Und das wird aber auch hier gelöst, weil man sich hier auf eine Reise begibt. Entweder fährt man hier tatsächlich ans Meer und lässt diese Dinge einfach mal sein, da sein. Ja, mit den heutigen Energien tatsächlich auch einfach nur Wein, 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 Wein. Haben wir auch hier mit den Fischen, die halt eben sozusagen das Wasser signalisieren, auch das Schiff signalisiert Wasser, würde auch zur aktuellen Energie, zur heutigen Energie passen, das Sensible, das Weinerliche. Dann ist es wichtig, dass man wirklich weint. Auch der Anker steht für Wasser so gesehen. Laufen lassen, fließen lassen, weinen, loslassen, das wäre dann auch die Transformation, etwas loszulassen, eine Ansicht loszulassen, die einfach nicht mehr passend ist, die einfach nicht mehr stimmig ist, die dann dazu führt, diese Blockade zu lösen, ja, der innere Zwiespalt halt eben, um dann volle Kraft voraus in den Neubeginn, in die Zukunft zu gehen, und sich wieder mehr Unbeschwertheit zurückzuholen. Ja, das Ganze ist halt eben auch ein Prozess und das ist das, was jetzt aktuell sozusagen im Kollektiv ist. Wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung. Ich kann nur deuten, was im Kollektiv ist und das ist das, was ich hier im Kollektiv halt eben auch sehe. Passend zu den Energien. Hier wollen Gefühle einfach wieder fließen können. Man möchte sich hier in Bezug auf die Gefühle öffnen. Und man wird sich auch öffnen hier mit dem Schiff. Die Reise geht sozusagen dorthin. Man wird Zwiespalt ablegen. Innerliche Ängste in Bezug auf die Gefühle. Wie gesagt, wenn es jetzt um die Arbeit gehen sollte, dann hat man hier vielleicht bei der Arbeit Probleme mit einer weiblichen Energie, vielleicht mit einer weiblichen Vorgesetzten. Da gibt es halt immer Beef und Stress. Und da schaut man sich halt eben auch die Themen an, was es mit dieser Person auf sich hat. Und erkennt dann halt eben auch, dass Dinge hier geklärt werden müssen, dass man sich halt hier eben auch nicht versteckt oder zurücknimmt, weil vielleicht der Vorgesetzte weiblich ist oder weil man selber der Vorgesetzte ist und hat man hat hier ein Thema mit einer weiblichen Person, wo es aber jetzt auch nicht wirklich um Diskussionen und Streitereien gehen, weil die liegen ja hier auf dem Hausplatz des Sarges. Das heißt, hier wird vielleicht auch gerade gar nicht kommuniziert. Hier sind Gefühle im Vordergrund, die auch zur Klärung führen werden. Klärungen in Bezug auf die Arbeit und des Arbeitgebers bzw. des Chefs. Hier wird sich da wird sich ganz viel klären, ja, entweder wenn du jetzt für die Liebe schaust oder für die Arbeit schaust, ich bekomme halt hier auch viel Arbeitsthemen rein, ist ja klar, die einen sind sehr kopflastig und schauen für die Arbeit, weil es für sie primär wichtig ist und die anderen schauen einfach für die Gefühle, weil die Gefühle im Vordergrund stehen und im Grunde genommen ist aber beides die gleiche Energie, nur der Fokus ist anders und deswegen trifft es einfach auch beide.
Seiten. Es könnte auch sein, dass es hier um eine Beziehung am Arbeitsplatz geht, wo genau dieser Part dazwischen steht und man sich jetzt und man halt einfach nicht weiß, lässt man sich jetzt ein oder sieht man die Arbeit, den Arbeitsplatz im Fokus und dann würde es natürlich nicht gehen, wie auch immer es ist. Hier öffnet sich der Arbeitgeber oder wenn du als Zuschauer jetzt schaust, als Gefühlsmensch, dann klärt sich hier diese Blockade in Bezug auf das männliche Prinzip und führt eben zu einem Neubeginn und halt eben auch zu dem Überwinden dieser Blockade. Also ich hoffe, du kannst mir folgen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es kommen halt immer in einem Kollektiv mehrere Szenarien in Frage und irgendwo ist halt auch immer mein innerlicher Drang, diese Szenarien aufzugreifen, sodass sich jeder irgendwo halt auch in seiner persönlichen Situation bedient fühlt, beziehungsweise auch angesprochen fühlt. In der Hoffnung meinerseits auch des Verständnisses auf die eigene Situation. Ich hoffe, ich konnte das so gut klar machen. Jetzt werde ich noch eine Karte aus dem Liebesorakel von Toni Camine Salerno aus dem Urania Verlag werfen, um nochmal eine Herzensbotschaft für dich zu bekommen. Da sind zwei Karten gefallen. Vergebung, vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Es könnte jetzt auf dieses Szenario gedeutet sein in Bezug auf die Arbeit. Zum Beispiel und auf den Glaubenssatz und oder dass man hier halt einfach durch die feste Verankerung denkt, dass man an etwas festhalten muss und deswegen ist man verschlossen gewesen in Bezug auf die Gefühle, dann würde dieses Szenario halt eben zutreffen, in Vergebung, damit man wieder in das Gefühl der Liebe kommt, in dieses Verzeihen, in dieses Gefühl auch hier, in Bezug auf eine Beziehung, in der man feststeckt, nicht in Wut oder Hass rausgeht, sondern einfach in der Liebe bleibt und dafür muss man vergeben. Vielleicht liegen hier auch Schuldgefühle noch dabei, weil wir auch das Elternthema ganz klar haben, ganz stark. Und die zweite Karte wäre Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an und das sehen wir hier am Neubeginn. Heißt also, es gibt hier entweder in der Beziehung oder am Arbeitsplatz eine Veränderung, die wundervoll ist. Ja, man muss sich auch die deutsche Sprache immer so ein bisschen zunutze machen in Bezug auf die Bedeutung von Wörtern. Oftmals spricht man Wörter einfach unbewusst aus. Und wenn man sich mal bewusst macht, was Wörter eigentlich bedeuten, dann bekommen sie auch eine ganz andere, ja, Bedeutung oder Energie für einen selber. Und hier haben wir das Buch, das heißt, etwas wird halt eben auch aufgedeckt, erkannt bei dieser Reise in Bezug auf männliche Themen oder männliche Energien, in der man feststeckt. Ja, man kann den Anker auch als Feststecken nennen. Denn der Anker wird ja immer ausgeworfen, wenn man irgendwo verharrt oder verharren will oder bleiben will. Aber auch manchmal vergisst, weil der Zwiespalt das halt auch hier anzeigt, obwohl es nötig ist, ja, vielleicht wieder woanders anzulegen. Und ich meine jetzt nicht von Beziehungen wechseln wie die Unterhosen, sondern energetisch in Bezug auf die eigene Weiterbildung. Das Buch ist ja auch so diese Weiterbildung, Lernen, Verstehen und so weiter. Und hierbei geht es halt eben um diese Reise, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln in Bezug auf
Gefühle oder Arbeit, ist egal. Und dann wäre das natürlich wundervoll, weil man sich selber oft vergisst, wenn man irgendwo ausharrt. Und durch dieses Wundervolle entstehen dann auch Wunder und dadurch stehen dann auch Veränderungen an, die wundervoll sind. Ja, ne, das sieht man auch hier, dieses Problem hier zu verankern. Da möchte man gar nicht mehr verankern, da geht es um Weiterbildung. Weiter schauen, weiter denken, weiter fühlen, weiterbilden. Und das ist das Schöne hier. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt gefühlt. Mir fällt gerade nichts ein. Das heißt, ich habe alles gesagt. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Video. Wenn du magst, deine Sandra.